Hi, hier ist eure Fashionista Maika und ich freue mich, dass ihr dabei seid wieder bei Style Boutique. Wir kleiden jetzt weiter die Leute ein. Wir machen die Leute fertig. Oh, wie sehen wir denn aus? Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Ich denke mal, das wird schon richtig sein. Heute ist der 19. Juli, wie ihr seht. Da könnt ihr sehen, wann ich das aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt gemacht haben. Müssen wir irgendwie in meine Wohnung? Nee, komm, Lumina. Gehen wir halt wieder zu Lumina und verkaufen erstmal Klamotten. Guten Tag, kann ich helfen? Grün ist meine Lieblingsfarbe. Leider besitze ich aber nur rote Stricktops. Wie kommt denn, dass denn grün deine Lieblingsfarbe ist? Die passen so gar nicht zu meinen anderen Sachen. Haben Sie einen Stricktop, das ich zu meinem grünen Outfit tragen kann? Wenn du mich so fragst, nee. Also, Mädchen. Stricktops. Oh, wir haben... Schwierig. Sie sagt, grün ist ihre Lieblingsfarbe. Dann sagen wir mal, das ist es. 82 Euro, ey. Ich bin fertig. Dann komm raus. Und was sagst du? Fantastisch. Aha. Ich liebe diesen Look. Genauso ein Stricktop wollte ich immer haben. Ich danke Ihnen vielmals. Glück für mich, dass Sie gerade zur Stelle waren. Natürlich sehe ich mich ab und zu auch gerne alleine um. Das macht auch Spaß. Ich stöbere noch ein wenig durch Ihr Sortiment, wenn es recht ist. Was halten Sie davon, mal wieder zu speichern? Ich habe eben das Spiel gerade erst angefangen. Wo soll ich denn das speichern? Außerdem, wir bezahlten dafür 82 Euro. Mädel. Tschüss. Tut mir leid. Entschuldigung, weil ich niesen musste. Etwas für achten. Kann überall schlafen. Liebt ihre Matratze. Ich kann das nachvollziehen. Ich gebe wirklich jeden Cent für Kleidung aus. Hast ja nicht viel Geld. Was? Na, für Streetwear Fashion natürlich. Ich stehe total auf Streetwear. Heute suche ich ein richtig stylisches Inner. Meinst du, du findest eins, das mir steht? Ach, Mädel, warum tust du mir das an? Frag mich doch nicht so Sachen. Du willst die Antwort doch ja doch nicht hören. So, sie wollten inner von Streetwear. Komm, kriegst du das. Das ist es. Komm. So, bin fertig. Blümchen, Rosenblätter. Oh. Die hat keinen Bauchnabel, Leute. Seht euch das an, die hat keinen Bauchnabel. So könnt ihr das noch besser sehen. Ha! So. Wow, perfekt. Das hat ja richtig gut geklappt. Ich komme richtig in Kaufstimmung. Und schwupps hat sie 8 Euro dazugelegt. Was für Tops hast du denn so auf Lager? Marke AZ USA AZ USA. Sie wollten Top jetzt. Ich finde beide Tops jetzt nicht so der Burner. Ja. Da guckt raus und ich weiß nicht, irgendwie beißt sich das hier gerade so ganz mächtig. Darum kriegst du das hier. Alles klar, kannst aufmachen. Mache ich doch. Für dich doch immer. Nochmal Rosenblätter. Außerdem kann man hier so gut sehen, dass er immer noch keinen Bauchnabel hat. Blip. Blip, blip. Wow, das steht mir ja perfekt. Du hast genau das gefunden, was mir gefällt. Scheint, als hättest du ein angeborenes Talent. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Für diese schöne Zeit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ciao. Ciao, Papella. Was hast du denn für ein Problem? Ich sehe schon. Das wird nichts, Mädel. Das ist nicht gut. 1680. Wir machen jetzt Money. Ich hatte gestern Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Deshalb hat mir meine Mutter gesagt,
dass ich mir etwas von Alvarado kaufen darf. Ist das zu fassen? Das ist das erste Mal, dass ich etwas von Alvarado kaufe. Alvarado. Alvarado. Oh. Kann ich mir jetzt aussuchen? Okay. Marke, 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 Marke. Was haben wir denn da? Okay, okay. Ich finde das immer noch hässlich. 1600. Wir drücken jetzt das teuerste auf. Also bis jetzt war ja die Jacke noch das teuerste. Wir geben ihr die Jacke. Gegen ein edles Lederjackett kann keiner was sagen. Okay, ich bin fertig. Sieht doch nicht schlecht aus. Okay, das stört mich immer noch hier. Das Top zieht man höchstens drunter, aber nicht drüber, Mädchen. Wow, genial. Ich kann es noch gar nicht glauben. Das ist Alvarado. Ich werde Geld sparen und versuchen, mir noch mehr Alvarado-Sachen zu kaufen. Vielleicht schaffe ich es, irgendwann ein komplettes Outfit zu haben. Du könntest aber auch arbeiten gehen. Und sparen. 9000. Nicht mehr lange. Wir haben die 10.000. Ciao. Wunderbar. Es scheint, als hättest du verstanden, was ich dir erklärt habe. Mit deiner Hilfe wird unser Umsatz diesen Monat richtig gut werden. Die nächsten Kunden überlasse ich vorerst dir, Maika. Stell währenddessen ein Outfit für unser Mannequin zusammen. Diese Kundin dort starte ich schon eine Ewigkeit an. Was arbeitet die überhaupt? Ich mache hier den ganzen Kram, ne? Na los doch, geh hin und hilf ihr, etwas Hübsches zum Anziehen zu finden. Ich sehe dir aus sicherer Entfernung zu. Viel Glück. Ohne Scheiß, sie arbeitet garantiert nicht, ich schwör's. Ach du Kacke. Ich krieg Augenkrebs. Ich habe dir eine Weile bei der Arbeit zugesehen. Du bist wirklich gut. Kann ich dich auch mal um etwas bitten? Zeig mir irgendetwas, das mich so richtig aus den Socken haut. Am besten alles ausziehen und neu einkleiden. Wenn du das schaffst, kaufe ich vielleicht sogar ein komplettes Auto. Gute Idee. Also dann, zeig mir, was du drauf hast. Nee. Boah, ist das eine Zicke. So. Weil die aber Geld hat, hoffe ich zumindest. Hat sie Geld? Ja, sie hat Geld. Kriegt sie von mir... Das hier. Das ist es. Glaub mir, Mädel, das ist es. Das willst du haben. So, bin fertig. Ja, Rosenblätter. Wir haben es geschafft. Und weh, du kaufst jetzt kein Outfit. Dann kriegen wir beide ein mächtiges Problem, Mausi. Wow. Wow, perfekt. Ach, ist das schön. Ich komme so richtig in Kaufstimmung. Ich habe Lust auf einen neuen Look. Einmal von Kopf bis Fuß neu Style. Such mir irgendetwas aus. Ich vertraue dir voll und ganz. Komm, ich weiß doch, wie es gemacht wird. Bald. Erst noch Marke. So. Erstmal so. Machen wir erstmal das andere. Ja. So. Sind beide irgendwie hässlich. Aber nimm mal das mal halb so schlimm. So. Das ist es. Das ist es, Kind. Zieh das an und lass es an und zieh es gar nicht erst wieder aus. Alles klar, kannst aufmachen. Ja. Ich bin gut. Das sieht gut aus. Hallo? Wow, perfekt, hast du doch eben gerade schon gesagt. Mein erster Eindruck hat mich also nicht getäuscht. Du verstehst wirklich etwas von Mode. Bin eine Fashionista, Alter. Nur weiter so. Blip, 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 blip. Alles in die Tüte. Und wir haben die 10.000!
Wir sind gut, wir sind geil, wir sind reich. Küsschen. Wow, das war unglaublich, ne? Ich kann's besser als du. Wie scheint's, habe ich mir umsonst Sorgen um dich gemacht. Unter Leistungsdruck läufst du ja regelrecht zu Hochtouren auf. Da fällt mir ein, Lydia ist immer noch nicht zurück. Ich sehe mal lieber nach, wo sie bleibt. Bis gleich. Ich sag euch, die arbeitet nicht, die Frau. Ich weiß nicht warum. Was hast du denn? Putzen macht sie glücklich und sie liest Bücher übers Putzen. Und was suchst du? Ich suche ein adrettes, romantisches Freizeitkleid. Nicht zu elegantes also, kein Abendkleid. Sondern ein Freizeitkleid, ja? Ich habe das schon beim ersten Mal verstanden. Okay. Gehen wir extra hier drauf, damit sie auch gar kein Abendkleid kriegt. Das sieht jetzt nicht irgendwie romantisch aus, ne? Je nachdem, wenn man aufsteht. Ich finde ja das ganz niedlich. Das nicht so. Weil irgendwie finde ich das hier so ein bisschen erschreckend. Kriegt sie das? Halt, hat sie überhaupt genug? Geht? Ja, hat sie. Zieh dich um, Pippi. Zieh's klettern. Ich wäre dann fertig. Wollen Sie mal schauen? Nee. Und? Eine tolle Wahl, ich weiß. Dieses Freizeitkleid ist einfach wundervoll. Romantischer als jeder Liebesfilm. Finden Sie nicht? Oh, ich bin so glücklich. Und ich bin so angewidert. Das ist jetzt Kitsch pur, was sie abgelassen hat. Vielen herzlichen Dank. Und was hast du hier für ein Farb? Oh. Leute! Was stimmt mit dir nicht? Ich habe mir erst kürzlich ein Afro schneiden lassen. Sieht süß aus, nicht? Nun fehlt mir nur noch eine passende abgefahrene Mütze. Ein Hut täts auch. Wenn du ein Afro trägst, sieht das Ganze gleich anders aus. Wären Sie so lieb, mir eine Mütze zu zeigen, die ich mit meinem Afro tragen kann? Ich würde eher dir eine Maschine, einen Rasierer empfehlen. Oder einen neuen Friseur. Ach, die kleben, die trägt so buntes, ne? Die wollt ja eine Mütze haben. Oder einen Hut. Das ist es. Oh, ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Entschuldigung. Ich komme jetzt raus. Ach, lieber nicht. Bleib drin. Bleib drin. Ah, Rosenblätter. Das heißt, wir haben eine gute Wahl getroffen. Aber wozu hat sie sich denn jetzt bitte schön den Afro schneiden lassen, wenn sie ja doch eine Mütze drauf trägt? Da geht doch der Afro nur kaputt. Schauen Sie nur, ich sehe fabelhaft aus. Ja. Wie gequetscht hier hinten. Ich bin ja so glücklich, ich sollte noch etwas anderes kaufen. Ein paar Gummistiefel wären fein. Wie gesagt, das ist ja das Tutorial, was wir hier noch machen. Tutorial. Und wir haben hier gerade eine Mütze von Daisys angedreht, ne? Die wollte Gummistiefel. Früher habe ich schon mal als Kind immer Gummipiefel gesagt. Gummipiefel! Riecht sie die? Die sieht doch eh schon schrecklich aus. Kann sie auch noch frische tragen. Quack. Die müssen jetzt nur noch dieses Quarkgeräusch machen bei jedem Schritt. Ich komme jetzt raus. Was für eine Drohung. Die Drohung pur. Ah, ich sehe schon, das gefällt dir. Das passt ja mal gar nicht. Aber sie steht drauf. Oh, toll. Genau so habe ich mir... So habe ich... Genau so einen Look habe ich gesucht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Teil so gut stehen würde. Vielen Dank, dass Sie mir so toll weitergeholfen haben. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Tschö. Tschö mit Ö. Besuch von Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Der ist bestimmt ein Detektiv. Hallo, ist Lydia da? Ich hätte eine Bitte an sie. Aber sie ist wohl beschäftigt, nehme ich an. Ich komme einfach später nochmal vorbei. Danke. Bitte.
Was geht denn hier bitteschön vor? Wer war dieser Mann? Ein Freund von Lydia? Wie heißt er denn? Wann kommt er wieder? Wie bitte? Du hast keine Ahnung? Mädel. Da bin ich wieder. Sorry, dass ich so lange für das Mannequin gebraucht habe. Oh, ein Kunde hat nach mir gefragt, sagst du. Ach, ein Mann? Ja, der hatte da sowas zwischen den Beinen. Ach, ich weiß, wer das war. Ich rufe ihn später an. Erstmal zurück zum Mannequin. Ich habe versucht, das Outfit ein bisschen glamourös aussehen zu lassen. Da fand ich jetzt mein Outfit irgendwie wesentlich hübscher. Wenn du ein Mannequin einkleidest und im Schaufenster ausstellst, sehen es die Leute von draußen und kommen in deine Boutique. Ja, hast du ein Mannequin an sich. Komm Mädel, was hast du für ein Problem? Ich komme gerade vom Friseur. Die kommen alle vom Friseur. Sehe ich nicht aus wie eine Prinzessin? Ich wurde im Friseursalon gut beraten und liebe meinen neuen Look. Diese Frisur verändert meine Ausstrahlung total. Finden Sie nicht? Ich finde, zu meinem neuen Ich würde ein schöner Haarschmuck gut passen. Wenn Sie das Richtige für mich haben, kaufe ich noch mehr bei Ihnen ein. Setz mich nicht unter Druck hier. Was soll die Hirte? Haarschmuck, Haarschmuck. Oh Gott, ich finde beides schlecht. Nimm mal das Haarband. Nimm mal das Haarband. Ich will nicht hingucken. Ich habe Angst. Fertig? Na dann, Vorhang auf. Oh, schon wieder Rosenblätter. Das ist zwar gut für uns, aber nicht schön anzugucken. Pip. Oh, toll. Genau nach seinem Look habe ich gesucht. Wie genial. Jetzt kaufe ich gerne noch etwas anderes dazu. Ich möchte ein komplettes Outfit. Ich zähle auf sie. Ich wollte gerade sagen, ich zahle für sie. Aber das geht ja gar nicht. Marvel, was haben wir denn von der? Okay. Das sieht wird immer schrecklicher hier. Komm, dann nehmen wir noch den anderen, haben wir es voll rosig. Für mich soll's rote Rosen regnen. Ha? Wenn die das anzieht, ne? Ich glaube, ich will es nicht sehen. Das ist es. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Da, ich bin soweit. Irgendwie leider nicht. Oh, Rosenblätter. Ich glaube, sie steht drauf. Ach, sind das Rosen? Scheiße, das sind Erdbeeren. Ich dachte, das wären Rosen. Dabei sind es Erdbeeren. Okay. Entschuldigung. Doch keine Rosen. Ja, aber hier oben sind Rosen. Fantastisch. Ich liebe diesen Look. Entzückend. Sehe ich nicht aus wie eine richtige Prinzessin? Ja, wie Prinzessin Erdbeere. Gefällt es Ihnen auch so gut? Nee. Dieser neue Look passt perfekt zu mir. Ich weiß nicht, ich finde, das hat so ein bisschen was Cockerspanien-mäßig. Das könnten jetzt Ihre Ohren sein. Ich glaube, ich habe ein neues Lebensgefühl für mich entdeckt. Was bin ich Ihnen schuldig? Schmerzensgeld. Du hättest dabei bleiben sollen. Machen Sie es gut? Ja, bye bye. Komm später wieder. Guten Tag, kann ich helfen? Oh, sag mal, kennst du die Marke Magic? Aber sicher doch, die kennt doch jeder. Magic ist genau das Richtige für jemanden, der auf Punk-Klamotten steht. Also von Magic würde ich echt alles kaufen. Ausnahmslos alles. Auch wenn sie es an Hunden getestet haben? Na komm, wir suchen mal Magic. Magic. Da, Jackie. Wir haben T-Shirt, Hofnarrenhemd, okay. Longsleeve Punk Hard.
Haare? Das fände ich jetzt nicht so schlecht. Das müsste halt nur kurzärmelig sein. Dann haben wir noch eine Jacke und noch eine Jacke und Hosen haben wir auch. Ja, die finde ich ja mal hässlich. Der Kleidchen. Punk-Style. Oh, nicht. Die würden auf jeden Fall gut zu dem komischen Hemd passen. Und Schuhe. Was, wie viel Geld hat die überhaupt? 400 Euro. Okay. Kriegst du von mir... Kriegst du von mir die Jacke. Das ist es. Weil wir wollen ja Money. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Ich bin fertig, okay. Naja, passt nicht. Aber du wolltest irgendwas, du hast keine Angaben gemacht, was du wolltest. Bist du selber schuld? Ist das zu glauben? Ich kipp aus den Schuhen. So ein cooles Design. Oh yeah. Das rockt. Magic ist einfach absolut spitze. Damit muss ich unbedingt auf das nächste Konzert meiner Lieblingsband gehen. Na, und dann wirst du rausgeschmissen. Sie liebt Füchse über alles und hat ständig Hunger. Okay. Nennt sich Miki. Küssi. Huch, wir haben fast die Hälfte unseres Solls für heute erfüllt. Was heißt denn hier wir? Wahrscheinlich ich alleine. Mal sehen, wer von uns beiden mehr verkaufen kann. Ach, die tut auch was. Die Frau tut ja auch was. Jutta. Oh, die will bestimmt was Teures. 2000 Euro. Okay. Haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Ich würde gerne das Outfit Ihres Mannequins kaufen. Wäre es das möglich? Kann ich mir das mal überlegen? Sehr gerne und es tut mir leid. Ach komm. Ist doch geschenkt, das Ding. Oh, wie schön. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich wäre dann soweit. Schauen Sie mal. Ha. Naja, ist alles von einer Marke, muss man dazu sagen, ne? Verkauft. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut steht. Ich auch nicht. Und die Hose ist ausverkauft. Leute, die Hose ist ausverkauft. Jetzt müssen wir neue Hosen kaufen gehen. Lien ist gegangen. Großartig. Wir haben das Mannequin-Outfit verkauft, das ich erstellt hatte. Maika, könntest du jetzt ein neues Outfit für das Mannequin aussuchen? Tippe zunächst Menü an, am unteren Bildschirmrand an. Als nächstes nur noch Mannequin antippen und das kann losgehen. Ja, schon gut, okay. Aber komischerweise, auf einmal ist keiner da. So. Ändern? Ich würde gerne die Farbe ändern. Okay. Wir hatten jetzt die. Machen wir mal die. Vielleicht finden wir ja was. Okay. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht so gut. Okay, vielleicht suchen wir doch lieber eine andere Marke. Aussehen. Sieh ich aus, Puppe. Ach komm, wir machen hier auch was von Alvarado. Und zwar das, was wir eben gerade bei der Schnecke gemacht haben. Ja. Mal sehen, wer mehr verkauft. Ja. Das hat man. Neon Rose hat man nicht. Und die. 4000! Auf jeden Fall haben wir größeres als die hier. Okay, hoch und runter. Geht ja nicht. So. Sieht doch so nicht schlecht aus. Okay. Ja, das ist... Das ist perfekt. Kann man noch die Farbe ändern? Na, Mannequin einkleiden macht so richtig Spaß, oder? Gut gewählte Outfits an Mannequins ziehen Kunden in unseren Shop. Es ist also immer gut, ein paar Mannequins im Schaufenster auszustellen. Probieren Sie alles Mögliche. Probiere alles Mögliche beim Kreieren neuer Outfits. Beim Kreieren neuer Outfits lernt man nie aus. Okay. Jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt hier.
Huch, was ist denn das? Ach nee, was doch, was ist denn das? Hast du etwa dieses Mannequin so angezogen? Hast du ein Problem damit? Wir haben Hochsommer. Wer würde denn jetzt so etwas anziehen? Zick nicht rum! Du darfst beim Einkleiden der Mannequins nie die Jahreszeiten vergessen. Im Sommer würdest du doch auch keinen Schal tragen. Hast du eine Ahnung? Also runter damit und rein mit dem Sommer in unserem Schaufenster. Du, es klatscht gleich. So, ich gehe jetzt mal erstens mich umtrecken. Aber das mache ich. Das mache ich. Ihr werdet mein komplettes Outfit in dem nächsten Part sehen. Ich werde das dann so vorbereiten. Jetzt speichere ich erstmal ab. Ja, so viel haben wir heute gar nicht eingenommen. Und sagt danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja sagen, was ihr von dem Outfit gehalten tätet. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bye, bye.